Von diesem kleinen Labor aus wird die Mathematik revolutioniert. Anfang der 80er gelingt es dem Bremer Professor Heinz-Otto Peitgen, so etwas wie Ordnung ins Chaos zu bringen. Er schafft es, Modelle für bislang Unbeschreibbares zu entwickeln. Und siehe da, Mathe kann so schön sein und von ungeahntem Nutzen. Denn Peitgen treibt seine Chaosforschung weiter. Er entdeckt, wie er damit der Medizin helfen kann. Dank seiner Computermodelle können Ärzte haargenau operieren. Seine Software rettet Leben. Ein unglaublich kreativer Kopf. Vielleicht liegt's auch an seinem Hobby. Heinz-Otto Peitgen hebt ab, genießt die Ruhe über den Wolken mit Ehefrau Karin und seinen Töchtern im eigenen Flugzeug. Für seine bahnbrechende Forschung, dafür, dass ein Mathematiker die Medizin vorantreibt, wird Peitgen vielfach ausgezeichnet. Und er hat noch viel vor. Chaosforscher Heinz-Otto Peitgen. Sie sind also ein Chaosforscher. Was ist denn Chaos? Chaos ist nicht das, was Sie glauben. Was glaube ich denn? Sie glauben, das hat was zu tun mit dem Chaos in Ihrem Arbeitszimmer oder vielleicht... Können Sie hell sehen? Sie können nicht sehr viel besser sein, als ich selber bin. Also Chaos ist eine Geschichte aus den Naturwissenschaften, ungefähr 30 Jahre alt und bedeutet etwas, was mit dem landläufigen Chaos natürlich vergleichbar ist, aber etwas ganz Präzises. Es kann in vier Worte gefasst werden. Und dann geht das so, kleine Ursachen können ganz große Wirkungen haben. Hier zum Beispiel? Und wenn man das ein bisschen genauer noch sagen will, und ich habe ein Beispiel mitgebracht, dann heißt das, dass wir in den letzten Jahrzehnten Naturvorgänge entdeckt haben, in denen wir eigentlich alles wussten. Die Naturgesetze bis runter zur Mathematik. Und dachten, damit können wir jetzt nicht nur erklären, was da passiert, sondern auch vorhersagen, wie sich das entwickelt. Und da kommt Chaos und sagt, wenn kleine Ursachen große Wirkungen haben können, dann kann es so sein, dass selbst die beste Mathematik und Physik oder was auch immer in Naturwissenschaften die Vorhersage prinzipiell unmöglich macht. Und dafür habe ich ein Beispiel mitgebracht, das ganz einfach ist, eine Erfindung meines Bremer Freundes, Professor für Physik, Peter Richter, ein sogenanntes Doppelpendel. Sie sehen, an dem Pendel, das ich hier gerade mit der Hand bewege, hängt noch ein zweites. Und die Mathematik dafür, die ist so alt wie Galileo, also ein paar hundert Jahre alt. Und eigentlich versteht man das vollständig und ganz genau. Aber nun passiert was. Ich werde das Pendel einmal in Bewegung setzen. Und dann sehen Sie, dass das untere Pendel mal nach links dreht, und dann wieder einige Male nach rechts dreht und dann macht es wieder gar nichts. Es macht eine ungeheuer komplizierte Bewegung. Und nun bitte ich mal Volker, mir zu helfen und ja, vielleicht gibt mir Volker irgendeine Zahlenfolge. Gut. Irgendwas. Ja. 8, 4, 13, 3, 3, 5, 7. Das könnte immer weitergehen. Und nun mache ich Folgendes. Ich stelle das Pendel in eine ganz bestimmte Position und dann schauen Sie auf die Bewegung des Kleines und dann werden Sie sehen, dass das Kleine sich genau in der Reihenfolge der Zahlen von Volker mal nach rechts und mal nach links bewegt. Jedenfalls geht das im Prinzip mathematisch. Ich mache das nochmal vor. Nicht? Das ist nicht genau das, was er gesagt hat, aber die Mathematik sagt uns, das könnte ich genauso einrichten. Und in dem Augenblick, wo ich das so eingerichtet habe, schlägt jemand da hinten die Türe zu. Und der Luftzug, der nun auf das Pendel wirkt, verändert, kleinste Wirkung, den Gang der Dinge so, dass die Folge rauskommt, die Frau Tietjen sagen würde. Also eine ganz andere. Und das heißt, im Prinzip ist das so wie reiner Zufall, obwohl die Gesetze der Physik uns sagen, was da passiert. Aber wir können nicht mehr vorhersagen, wie der Gang der Dinge ist. Ist das, das trifft ist das auch die Natur für, des Chaos. Für das Klima und die Wettervorhersagen zu? Da dürften Sie doch nichts von dem glauben. Ich bin auch ein gewisser Zweifler an dem, was gerade heute, sagen Sie es nicht weiter, was gerade heute wieder verkündet worden ist oder verkündet wird. Wir wissen seit etwa 20 Jahren mit mathematischer Präzision und Exaktheit, dass in den Wetterphänomenen, also dem, was in der Atmosphäre passiert für die Erzeugung von Wetter, mit Sicherheit Chaos ist. Daran besteht überhaupt kein Zweifel mehr. Das heißt, mal
ist da absolute Vorhersagbarkeit, Robustheit. Beispiel Sahara, wenn Sie sich da hinstellen und müssten vorhersagen, wie ist das Wetter in 3 Wochen, dann würden Sie gar keinen Wetterfrosch brauchen, dann würden Sie sagen, heiß, trocken, ja. Nicht? Fertig. Das ist aber bei uns auch. Und wenn dann Sie gehen immer Sie nach das Hamburg? Wetter morgen so voraussagen, wie es heute war, ist die Wahrscheinlichkeit größer, als wenn der Wetterbericht gehört das wird. Ist richtig. Das ist richtig. Sie könnten das, noch verrückter machen. Hier ist eine Maschine und die Maschine macht eine mit 60% richtige Wetterprognose in Hamburg. Mhm. Was macht die Maschine? Sie schieben einen Zettel rein, da drauf steht, wie das Wetter von heute in Hamburg ist. Mhm. Und Sie schieben ihn einfach vorne wieder raus. Dann haben Sie schon mit 60% richtig. Mhm. Absolut richtig. Aber Sie wissen auch, dass die Wettervorhersage in Hamburg mal wunderbar funktioniert. Mhm. Und dann ist sie nicht mal für einen Tag gut. Und das hat damit zu tun, dass tatsächlich die Phänomene der Wetterbildung, obwohl sie wieder mathematisch, physikalisch beschreibbar sind und sogar genau bekannt sind, mal in einem Zustand von Robustheit sind, das heißt, wir können wirklich langfristig vorhersagen, und mal ist das so, dass wir anfangen mit heute, und es könnte so sein, aber es könnte auch so sein in der Zukunft. Das heißt, wir können nicht sagen, wie das Wetter in einer Woche sein wird. Wie ist das denn mit dem Menschen? Wenn Sie also jetzt über das Wetter oder ein Pendel und Zufälligkeiten sprechen, wie ist es denn mit uns? Haben wir ein Chaos in uns? Wir haben beides in uns. Wir haben, und deshalb spiele ich auch gerne mit diesem Wortspiel, wir haben Chaos und Ordnung in uns. Chaos, eine kleine Spur davon kann ich Ihnen zeigen, auch allen anderen. Okay. Kleine Wirkung, große, kleine Ursache, große Wirkung. Das war ja das, was in 4 Worten in etwa beschreibt, was Chaos ist. Und das will ich Ihnen gerne einmal zeigen. Ich habe ein Bild mitgebracht, ein Bild, das Sie wahrscheinlich alle kennen. Ist falsch rum. Ist verkehrt rum. Ist falsch rum. Das ist genau das, was wir jetzt machen wollen. Nicht? Ich möchte gerne von Ihnen, von den Zuschauern wissen, passiert emotional etwas mit Ihnen, wenn ich das Bild auf die Füße stelle? Ich mach's mal. Und Sie prüfen bei sich, passiert da etwas bei Ihnen? Ist da irgendetwas passiert, eine emotionale Regung, ein emotionaler Unterschied? Ich glaube nicht. Oder doch? Nein. Gucken alle nochmal. Erkennt Sie leicht. Wollen wir es nochmal machen? Schauen Sie nochmal hin. Passiert da etwas? Ja, ich bin ruhiger. Sie sind ruhiger. Ich mache das nervös, wenn ein Bild auf den Kopf fängt. Ich finde auch. Deshalb zeige ich Ihnen die gute noch einmal. Ja, ich muss meine Arme ein bisschen besser koordinieren, sonst komme ich ins Chaos mit meinen eigenen Bewegungen. Wir machen es nochmal. Was haben Sie mit Frau Thatcher gemacht? Der Trick ist ganz einfach. Sie können das mit Ihrem Freund, mit Ihrem Chef zu Hause auch machen. Sie brauchen nur ein ganz klein bisschen Computer dafür. Sie nehmen einfach die Augen und den Mund und drehen die um 180 Grad. Kleiner Unterschied, große Wirkung. In dieser Position nehmen Sie das praktisch nicht wahr. Nee, merkt man das gar nicht. Und in dieser Position erschrecken Sie. Das mache ich einmal mit meiner Frau, dann kann ich den Koffer packen. Und wenn Sie wahrscheinlich sagen, das ist ja nur ein Witz. Und dieser Witz hat wahrscheinlich mit unserer Wahrnehmung überhaupt nichts zu tun. Ich habe noch ein kleines Experiment für Sie dabei. Sagen Sie mir, was Sie sehen. Ich glaube, jeder sieht ein Gebirge. Jetzt drehen wir das um 180 Grad und Sie sagen mir wieder, was Sie sehen. Und ich glaube, fast alle sehen das Loch. Löcher. Nicht? Gebrochene Eisfelder. Wir gehen nochmal zurück. Kleine Unterschiede, große Wirkung. Das muss nicht immer so sein, aber das zeigt, dass in unserer Wahrnehmung etwas wie Sensitivität angelegt ist. Das ist auch völlig klar, wenn Frau Tietchen bei Frau Herrmann reinkommt, dann guckt sie einmal hin. Jedenfalls könnte das so die Geschichte sein. Und sie sagt schnell wieder raus. Heute ist nicht der richtige Tag. Nicht? Ein Blick genügt und sie sieht das. Ach, Sie meinen, wenn ich bei ihr reinkomme oder sie bei mir reinkommt? Das könnte natürlich auch umgekehrt sein. Damit will ich nur sagen, wir brauchen dieses Element von Sensitivität in der Wahrnehmung, um ganz schnell zu erfassen, nee, heute nicht. Heute nicht mit dem Chef reden. Heute ist eine ganz schlechte Situation. Überlebensnotwendig manchmal. Ne? Ganz sicher. Gleichzeitig brauchen wir aber auch so etwas wie Robustheit, Ordnung. Also in meinem Deutsch zum Beispiel kommen ganz viele Fehler vor. Haben Sie das schon gemerkt? Nein. Ja, dann liegt das nur daran, dass Sie, obwohl ich ganz viele Fehler in meiner Sprache habe, trotzdem alles korrekt verstehen. Sie wissen das. Fehler in der Sprache, in der Kommunikation sind üblich und trotzdem können wir uns verständigen. Das heißt, das Phänomen der Kommunikation in der Entwicklung unserer Kultur ist überhaupt nur möglich geworden, weil es eine Robustheit gibt, weil es so etwas gibt wie kleine Fehler, kleine Unstimmigkeiten machen überhaupt nichts.
Das heißt, wir haben beides in uns und wir brauchen beides. Wir brauchen das eine, um ganz schnell reagieren zu können, heute nicht. Und wir brauchen das andere, um stabil uns orientieren zu können. Das heißt, das Chaos gehört zum System, in dem wir leben. Man könnte sagen, in einem Satz, das, was die Chaosforschung der letzten 20, 30 Jahre erbracht hat. Wir haben gelernt, dass obwohl die Welt sich scheinbar mathematisch, naturwissenschaftlich beschreiben lässt, es trotzdem Grenzbereiche gibt, und das sind eben die Bereiche, wo Chaos herrscht, in denen wir die Gesetze genau kennen, aber die Kenntnis über das Verhalten, was wird da passieren, uns keine Auskunft geben kann. Und das liefert natürlich ein völlig neues Bild von Natur. Aber könnte es sein, dass es Gesetze gäbe, die Sie nur noch nicht kennen? Das ist das, was man natürlich hoffen würde, dass man sagt, die Naturwissenschaften sind vielleicht noch nicht so weit, wir müssen noch ein bisschen mehr arbeiten, wir müssen noch ein bisschen mehr Forschung fördern. Nein, die Chaosforschung sagt, in den Fällen, wo wir Chaos beweisen können, mathematisch hart konstatieren können, die Chaosforschung sagt, in diesen Fällen gibt es kein Mittel der Mathematik oder Physik oder Chemie oder was auch immer an Naturwissenschaften gefragt ist, um den Vorhang zu lüften. Und das hat eine ungeheure Parallele, die ich gerne mitteilen möchte. Und das ist dieses verrückte Ergebnis von Kurt Gödel. Sie haben alle schon mal von Gödel, Escher, Bach gehört und wissen wahrscheinlich nicht, was dieser verrückte Gödel gemacht hat. Dieser Mann hat 1931 eines der sensationellsten mathematischen Ergebnisse bewiesen. Das heißt also für immer als richtig erkannt. Und das sagt, selbst in der Mathematik, die ja in sich sehr eingeschränkt ist gegenüber der Natur, selbst in der Mathematik gibt es Aussagen, die die Mathematik weder beweisen noch widerlegen kann. Das heißt, es gibt Lücken in der Mathematik und die sind nicht schließbar. Und in dem Sinne muss man das Chaos sehen. Das heißt, unsere Vorstellung von der Welt, von der naturwissenschaftlichen Welt, hat Bereiche, hat Zonen, so wie Löcher in einem Schweizer Käse, in die wir mit diesen Methoden nie hineinkommen. Und das hat natürlich gewaltige Konsequenzen. Zum Beispiel die Konsequenz, dass wenn wir Entscheidungen brauchen, wenn wir wissen wollen, wie müssen wir uns verhalten, um in der Zukunft das zu erreichen, was wir wollen. Denken Sie ans Klima oder denken Sie an die Entwicklung der Population oder denken Sie an die Steuerung einer Ökonomie. Die Chaosforschung sagt, in diesen Systemen, da gibt es Grenzen, da gibt es Löcher wie im Schweizer Käse, da können wir prinzipiell mit keiner mathematisch-naturwissenschaftlichen Methode hineinschauen. Das steht fest. Das steht da, wo man das Chaos beweisen, konstatieren, wirklich ganz hart feststellen kann, endgültig für alle Zeiten fest. Und das hat natürlich eine gewaltige Konsequenz, nämlich die Konsequenz, dass wir als moderne Gesellschaften dieser Illusion, dass wir durch den rationalen Verstand, durch die wissenschaftliche Arbeit und Erkenntnis, die daraus folgt, die Grenzen immer weiter hinausschieben können, unsere Zukunft endgültig gestalten können, in der Hand haben, dass das eine Illusion ist. Und ich halte das übrigens für eine Illusion der urbanen Gesellschaft, also einer Gesellschaft, die in den Städten lebt und die überhaupt keine Naturerfahrung mehr hat. Denn Menschen, die in der Natur aufgewachsen sind, die wissen natürlich, Natur ist im Prinzip unberechenbar und das ist eine Weisheit, die nun auf merkwürdige Weise aus der Mathematik, aus den Naturwissenschaften in sich selber gefaltet wird. Aber wir müssen es ja jetzt lernen. Also mit den Klimaveränderungen müssen wir lernen, doch das wieder zu respektieren, von dem wir dachten, dass wir es im Griff hätten. Nämlich der Zugang, den wir aber wählen, geht mir zu weit. Der Zugang, den wir wählen im Hinblick auf die Klima- und die Klimafolgendiskussion ist wieder der rationale, der naturwissenschaftliche, der modellierende Weg. Also der Weg, der sagt, wir kriegen das irgendwie hin, wir werden auch irgendwie verstehen, wie das Klima sich entwickeln wird und wir werden daraus ableiten können, wie wir uns verhalten müssen. Das halte ich für wirklich nicht gegeben, was nicht heißt im Umkehrschluss, wir können einfach machen, was wir wollen. Wenn wir uns stützen auf unsere uralten Erfahrungen, auf unsere uralten Werte, die natürlich durch die naturwissenschaftlichen Entwicklungen erodiert sind. Wenn wir uns darauf stützen, ist völlig klar, wie wir uns verhalten müssen. Schonend im Umgang mit der Natur. Dafür braucht man keine Naturwissenschaft. Für den richtigen Umgang mit Natur haben alte Kulturen, denken Sie an die, die uns alle sofort einfällt, nämlich die Indianerkulturen, keine Naturwissenschaft gebraucht. Sie hatten Werte in sich verinnerlicht
und an ihre nachfolgenden Generationen weitergegeben, die es völlig klar machten, mit Natur geht man so und nicht so um. Heute tun wir so, als bräuchten wir irgendjemanden, der uns das vorrechnet und beweist, uns vernünftig zu verhalten. Das heißt, Chaosforschung bedeutet für mich als Naturwissenschaftler, es gibt Bereiche, die können wir, aber es gibt andere Bereiche, da brauchen wir wieder das, was uns in der Vergangenheit stark gemacht hat, nämlich innere Werte, eine Kulturbezogenheit, die auch was mit Kunst zu tun hat im Übrigen, auf die ich eingehen könnte, aber das mache ich jetzt vielleicht aus Zeitgründen nicht. Und das ist das, was für mich die Konsequenz aus der Chaosforschung ist. Muss ein Schöpfer gedacht werden, wenn jemand sich wie Sie damit beschäftigt? Ich finde die Frage ungeheuer spannend, weil ja die Erodierung des Glaubens, also der Verlust des Glaubens in den Gesellschaften, sehr viel zu tun hat mit dem Aufstieg des mathematisch-naturwissenschaftlichen Weltbildes. Man könnte, wenn man Kurven zeigt, zwei Kurven sehen. Eine Kurve, wo die Tiefe des Glaubens und die Verbreitung des Glaubens in den Gesellschaften heruntergeht über die letzten Jahrhunderte und gleichzeitig die Überzeugung, dass wir die Welt, unser Leben, einfach alles durch den rationalen Verstand und durch die mathematisch-naturwissenschaftliche Methode entwickeln können, diese Kurve steigt. Und ich denke, dass das, was die Chaosforschung in dem Zusammenhang uns lehrt, eben die Löcher im Schweizer Käse, sagt, da gibt es eine Grenze. Und wer nun sagt, okay, da gibt es also die Löcher und die interessieren mich nicht, die sind dann einfach Löcher, der bleibt also da, wo er ist. Und die, die das so wahrnehmen, dass sie sagen, die Löcher müssen gefüllt werden, die werden sie anders füllen müssen. Und das kann durchaus der Glaube sein. Aber ist das nicht auch einfach nur eine Sache, dass man lernt, dass Logik nur ein ganz, ganz beschränkter Teil der Wahrnehmung ist? Also das können Sie so sagen. Für mich ist es so, weil ich erzähle ja Geschichten und jetzt gerade für Kindergeschichten und früher, also bevor die Logik erfunden worden ist, das ist ja noch gar nicht so lange her, haben die Menschen alles durch Fantasie erklärt. Und alle Philosophen haben ja auch gesagt, am Ende von aller Philosophie kommt wieder der Mythos. Und es gibt auch viele Sachen, glaube ich, wo die Wissenschaft Sachen rausgefunden hat, die der Mythos oder die Fantasie schon ganz lange gewusst haben. Oder es gibt Energien inzwischen, die wir, ob das jetzt in der Familienaufstellung oder in der Quantenforschung ist, die man nicht messen kann, man kann nicht alles messen. Und ich denke, dass das Chaos doch, also diese, dass uns dann einfach nur zeigt, dass Logik einfach nur ein ganz beschränkter Blickwinkel ist. Und ich glaube, und dass man auch einen anderen Bezug, also sowas wie Intuition. Das ist ja die These, die ich im Grunde genommen unterstützen will. Und natürlich geht es sehr viel weiter als die Logik. Die Logik ist ganz klar nur ein ganz beschränkter Bereich. Aber Sie gehen ja schon einen Schritt weiter, indem Sie sagen, es ist auch nicht alles messbar. Nun würden die Naturwissenschaftler sagen, messen können wir wahrscheinlich, wenn wir weiter und weiter gehen, durchaus immer mehr. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist sehr viel tiefer angesetzt und sagt, selbst wenn wir messen können, selbst wenn wir die Gesetze verstehen, selbst wenn wir genau wissen, was die Gründe für etwas sind, hilft uns das nicht, weil, wie Sie das hier bei diesem Pendel gesehen haben, der Zustand der Entwicklung so sensitiv von der Gegenwart abhängt, dass ich in die Zukunft gesehen von dem Gesetz einfach nichts mehr habe. Das heißt, die Begrenztheit unserer Möglichkeiten ist sehr viel tiefer angesetzt als nur an der Frage, kann ich die Dinge messen oder nicht? Entwickeln sie sich nach irgendeiner Logik oder nicht? Es geht sehr viel tiefer. Sehr theoretisch. Warum sind Sie mit dem Besen heute gekommen? Ja, und der Koffer. Ich will Ihnen ja gerne noch was zeigen. Ja. Aber der Besen. Das machen wir am Schluss. Wir sind den Cremeklecks machen wir gleich. Und zwar, wir sind nämlich jetzt schon so weit wieder, dass schon wieder ein Herzinfarkt im Übertragungswagen gerade stattfindet. Okay, aber wir machen das. Wir kommen gleich dazu. Sie haben auch hier die schönsten Gebilde mitgebracht. Das kommt gleich auf uns zu. Kannst ja schon mal auf den Tisch alles. Kannst ja schon mal alles auf den Tisch. Müssen wir das nicht vergessen nachher. Damit es nicht kaputt geht. Das wäre mir noch lieber. Gut, erstmal herzlichen Dank. Bis hierher.